Irgendwas mit einem Vulkan weiß ich noch. Ich kann da lang gehen. Okay. Dann hat sich's erübrigt. Wenn der Blutmond und den Weg frei macht, wo plünderst du dann zuerst? Gute Frage, Malius. Ich neige zu den Silberstädten. Meister, bitte, du musst verstehen. Du hast sie nicht. Unglaublich. Ich habe auf dich gebaut, dir Macht gegeben, die deine kühnsten Dämonenträume übersteigt. Ich bin wie befohlen nach Irolan zurückgekehrt, aber sie war nicht da. Such sie, geh wieder nach dahin, ins Imperium, such sie, du Tölpel, der Blutmond naht, ich brauche sie. Mit ihr werde ich die mystischen Tore Ur-Heklas zerstören und die uralten Nachtmare darin befreien. Und über die Legion Sheoks gebieten und Ashan und mit einer Dämonenflut ersäufen. Sei zur Mondfinsternis vor dem toten Urukais die Klinge des Bindens in der Hand. Das wirst du leiden, wie noch kein Dämon vor dir gelitten hat. Hat er gelitten? Diese Kreatur, er hat gesagt, mit der Klinge des Bindens. Er will die Dämonen beherrschen. Ich beherrsche die Dämonen. Ich habe die Klinge des Bindens. Meinst du, dieser Dolch in deinem Arm, der deinen Arm verschlungen hat, ist die Klinge des Bindens? Kann ich glauben, ich besitze eines der mächtigsten Artefakte in ganz Ashan. Nur ich kann es benutzen. Ich, Aiden. Um meine Feinde zu zerschmettern, ihnen Angst einzuflößen. Das ist meine Kraft. Mein Recht. Junge, du bist irre. Moin, Dude. Endlich, so hässlich du auch bist, ich habe darauf gebrannt, dein Gesicht zu sehen. Bist du der Junge, der weggerannt ist? Edrix feiger Sohn, was machst du in Sheol? Dein Schicksal hat mich hergeführt, damit ich mir das Einzige nehmen kann, wonach ich trachte. Und was ist das, Junge? Ein verfluchtes Leben! Wie schön. Du wirst in den Boden gestampft, Atze. Ja, du kannst aufhören zu sabbern. Ich muss zugeben, dass ich neugierig bin, Atze. Du hast einen bösen Meister, du gehst durch Portale, richtest Chaos an, führst Armeen. Warum warst du nicht so unterhaltsam, als wir zusammen waren? Vergiss, was war. Ich helfe der Pfeil Ashan, ins Verderben zu stürzen. Das Blut von Tausenden wird an meinen Hörnern kleben. Schön, dass es dir endlich aufgefallen ist. Zu wenig und zu spät. Du hast nur den brutalsten Menschen in Sheok wütend gemacht. Was wirst du mit ihm machen? Ihn von einer Klippe springen lassen? Oder warum befiehlst du ihm nicht, sich die Augen zuzuhalten und durch ein Lavafeld zu laufen? Ich werde meine Kraft der Herrschaft über Dämonen nicht gegen dieses Ungeziefer einsetzen. Er kämpft aus freiem Willen gegen mich und ich habe das Vergnügen, ihn zu töten. Das ist Gerechtigkeit. Dann komm! Heute beende ich, was ich vermasselt habe und lösche deine Familie aus. Yeah. So ähnlich. Ja, der hat ja gar keine Einheiten.
Der ist ja am Boss. Ist das das gleiche wie vorher auch? Am Bossen ist halt, dass sie sich bewegen. Ah, ja, aber ja was. Junge, ich mach dich Krankenhaus, auch wenn es hier gar kein Krankenhaus gibt, wahrscheinlich. Oh, ich muss ja gar nicht die Kugeln angreifen. Aber die Kugeln tun wahrscheinlich ziemlich weh, wenn ich die abbekomme. Also muss ich es doch ein Stück weit. Ich weiß nicht mal, ob er die Bündel in der Mitte verschießt oder ob er die da verschießt, wo er sie gerade hinhält. Das sind Informationen, die mir momentan verwehrt sind. Jetzt einfach davon aus, dass sie... Ja. Au! Ach, und diese Markierung sagt mir an, wo er hingehen wird. Das ist nett. Einfach alle großen Viecher, die ich habe, direkt in sein Gesicht. Oh. Frieden? Oder so? Moment, heißt das Ding, dass er in der nächsten Runde dahin geht, oder? Nee. Dahin, wenn er das fertig hat. Ja, gut. Meisten Angriffe einfach für den Müll. Und der schießt das auch einfach vor meinen Viech angreift. Ich weiß nicht, ob er sich beim Angriff oder erst eine Runde nach dem Angriff teleportiert oder ob das vom Angriff abhängt. Ich muss jetzt einfach nur versuchen und hoffen. So.
Nee, erst eine Runde später. Okay. Das heißt, dass meine Dämonen jetzt verfehlen. Betrifft ihn aber mein Nachtmahl gleich. Umso härter. Was? Hä? Jetzt spawnt er gar nichts, jetzt ist er einfach selbst der Cooldown, was? Hey! Er cheatet! Cheater dem Böse! Sein Angriff, okay. Kriegt sie trotzdem Angriff ab. Mann, da steht auch nichts davon, dass er Position wechselt. Also kann ich ihm wahrscheinlich noch eine reinwürgen? Einheit von mir getötet. Ich bin dumm. Spawn halt das fette Viech dahin. Warum? Könnte jetzt wehtun. Wenn
wieder da. Wie läuft's gerade? Knapp. Sehr knapp. Wer auch immer den nächsten großen Treffer landet, hat gewonnen. Und das Schlimmste ist, ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich das sein werde. Und ich habe eine Einheit von mir suizidiert. Das war wahrscheinlich auch nicht so schlau. Och, jetzt mach doch nicht den, Junge. Ich versuche jetzt einfach so viel Schadensbegrenzung wie möglich zu betreiben. Ich hoffe, dass ich überlebe. Hui. Und jetzt hier Stuff aufbauen, damit er gleich einfach alles ins Gesicht kriegt. Ist das eigentlich geschafft? Ich wollte schauen, ob ich mir irgendwie die Infos zu Einheiten anzeigen konnte, habe dann aber den Löschbutton gedrückt. Yes! Was? Plus 1? Warum plus 1? Was ist das so? Level plus 1? Ah. Bist du gnadenlos geworden, so stark. Was könnte ein Tier sich mehr wünschen? Ich glaube, die versteht da sowas falsch. Lord Blutkrone ist der Nächste, wenn er sich nochmal bewegen lässt. In der Zwischenzeit marschieren wir zu den Toren Ua-He-Klas. Eklas, keine Ahnung. Hat Magic allgemein immer so komische Sachen? Das irgendwie elfisch und das soll man gar nicht aussprechen können. Und warte mal, der nimmt die jetzt wirklich mit? Aiden is exalted by what he has achieved, though in doing it
He has become something unrecognizable. And yet, it seems that he wants even more and is willing to go even further.